Ich will dieses Jahr mal mehr erleben. Aber wo fange ich an? Was brauche ich überhaupt alles? Müsste ich mal schauen. Noch, ich glaube morgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist auf TikTok und Instagram der Feed voll von Camping, Wander und Sam vs. Wild Content. Und ich habe so Bock, dieses Jahr richtig geile Ausflüge zu machen mit den Boys, mit den Girls, schön am Lagerfeuer sitzen, die Natur genießen, dem Alltag entfliehen. Und wenn ihr auch Bock habt, aber noch gar nicht so richtig in dem Game drin seid und nicht mal wisst, was ihr alles braucht, dann ist dieses Video genau richtig für euch, denn ich werde euch zeigen, was ihr alles für Equipment braucht. Also bleibt dran, ich zeige euch jetzt die Basics, was ihr euch alles holen müsst, um dieses Jahr richtig schön Zeit in der Natur zu verbringen, Ausflüge zu machen und campen zu gehen. Bevor ich jetzt aber anfange, wollte ich noch erwähnen, dass das Video nicht gesponsert ist oder so. Also alle Produkte, die ich hier zeige, benutze ich auch selber, von denen ich überzeugt bin und wo ich mir denke, als Anfänger, wenn man sich so eine Basis erstmal aufbauen will an Equipment, dann ist das auf jeden Fall ein guter Start. Aber ich will euch nicht voll labern, sondern einfach mal die Sachen zeigen. Also fangen wir mit der ersten Kategorie an und das ist für mich Transport. Und da fangen wir mit Schuhen an. Und wer denkt, dass man mit Jordans oder Nike-Markenschuhen schon ziemlich teuer dabei ist teilweise, hat keine Ahnung, wie es bei Wanderschuhen ist. Da müsst ihr richtig tief in den Geldbeutel greifen. Aber dafür halten die auch wirklich ein Leben lang. Ich habe hier zum Beispiel das Paar hier von Lowa. Das sind meine einzigen Wanderschuhe. Und die habe ich schon viele, viele Kilometer mit mir getragen. Die haben mich noch nie enttäuscht. Die sind sehr stabil. Und ja, ich kann die Marke empfehlen. Aber es gibt auch viele, viele andere. Da müsst ihr auf jeden Fall mal in den Schuhladen gehen und euch gründlich beraten lassen. Weil wer hier spart, der tut auf jeden Fall einen großen Fehler machen. Weil für mich ist Zeit in der Natur verbringen auch immer verbunden mit viel Kilometer hinter sich legen. Und wer da spart, wird es am Ende wirklich bereuen. Deswegen gescheite Wanderschuhe kaufen, das werdet ihr nicht bereuen. Wenn ihr von A nach B kommen wollt, dann habt ihr wahrscheinlich immer einiges dabei. Deswegen kommen wir jetzt zum Rucksack. Da habe ich das gute Stück hier. Von dem bin ich auch sehr überzeugt. Der ist jetzt von Mountaintop. Da solltet ihr auf jeden Fall auch in einen Outdoor-Laden gehen, euch gut beraten lassen. Denn so ein Rucksack kann nämlich ganz individuell auf euch eingestellt werden, was sehr, sehr wichtig ist, weil wenn ihr einiges dabei habt und der ziemlich schwer wird, dann ist es umso besser, wenn er auf euch eingestellt wird, damit ihr keine schlimmen Rückenschmerzen bekommt. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, dass beim Rucksack eine wasserfeste Folie ist oder dass ihr euch eine dazu kauft. Ich musste auch ein paar Mal schon durch den Regen mit dem Rucksack und da war ich so froh, wenn ich das Teil dabei hatte und das um meinen Rucksack spannen konnte und alles komplett trocken geblieben ist. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil und zwar Thema Schlafen. Also wenn ihr draußen schlafen wollt, was ich persönlich liebe, dann ist es ganz wichtig, dass ihr einen Schlafsack dabei habt. Ich habe zwei Schlafsäcke, einmal einen von der britischen Armee, der bis minus 20 Grad geht. Den nehme ich immer für Wintercampen oder wenn es mal ein bisschen frischer draußen ist. Der hat mich noch nie enttäuscht. Und einmal den hier, der hat 5 € gekostet und den habe ich in Kroatien im Urlaub gekauft. Und jetzt werde ich was sagen, was für viele Outdoor-Experten vielleicht nicht nachvollziehbar ist, aber wenn ihr im Sommer campen geht und es nachts relativ warm ist, dann ist wirklich scheißegal, was für einen Schlafsack ihr nehmt und wie teuer der ist. Er muss nur relativ gemütlich sein, aber ansonsten ist es wirklich sehr egal, habe ich die Erfahrung gemacht. Ich war mit dem hier, der 5 € gekostet hat, zum Beispiel 2 Wochen in Schweden campen und es ging nachts auf jeden Fall. Er ist nicht mega gemütlich, aber das war mir jetzt auch nicht so wichtig. Er hat immerhin nur 5 € gekostet. Aber wenn ihr da nicht so empfindlich seid, dann müsst ihr da euch jetzt auch nicht die teuersten holen, wenn ihr sowieso nur im Sommer rausgehen wollt. Wenn ihr bei kälteren Temperaturen rausgehen wollt, dann ist das was anderes. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall was Gescheites holen. Was für einen guten Schlaf auch sehr, sehr wichtig ist, ist die richtige Isomatte. Ich habe die hier letztens geschenkt bekommen. Die ist von Valley Owl. Und ja, die finde ich auf jeden Fall super. Mit der habe ich auch schon bei Minustemperaturen draußen geschlafen. Und ja, eine richtige Isomatte ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, denn ein Schlafsack kann nicht gut funktionieren ohne Isomatte. Wenn ihr jetzt einen Schlafsack ohne Isomatte benutzen würdet, dann würde der Stoff unter euch platt gedrückt werden und dann kann der Schlafsack nicht mehr richtig isolieren. Und mit einer Isomatte können im Schlafsack noch kleine Luftpolster entstehen, die dann richtig isolieren, damit ihr euch nicht den Arsch abfriert, wenn ihr dann draußen schläft. Außerdem macht es das Ganze auch viel gemütlicher, als einfach nur auf dem Boden zu schlafen. Und guter Schlaf ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn ihr in der Natur seid, damit ihr eine schöne Zeit haben könnt. So, wenn ihr nicht vorhabt, unter freiem Himmel zu schlafen, dann solltet ihr auf jeden Fall auch ein Zelt oder eine Hängematte dabei haben. Ich persönlich tue seit
einer Weile nur noch in der Hängematte draußen schlafen. Ich benutze da die hier von Nightcat. Und das ist wirklich ein Produkt, das ich euch sehr, sehr ans Herz legen kann. Ich persönlich finde es sehr, sehr bequem und sehr gemütlich, in der Hängematte zu schlafen. Außerdem ist bei der Hängematte auch noch ein Fliegengitter und ein Außenzelt dabei. Das heißt, ihr könnt sogar bei Regen in der Hängematte schlafen. Und falls ihr mal Pech habt und keine gescheiten Bäume findet, um die Hängematte aufzubauen, dann könnt ihr die Hängematte sogar als Einzelzelt auf dem Boden aufbauen, was ich auch schon in den Bergen gemacht habe. Und dieses Produkt, das ist wirklich so, so krass. Als ich letztes Jahr in Schweden mit meinen Freunden unterwegs war, hatten von 6 Freunden 5 diese Hängematte und wir hatten alle eine super Zeit darin. Bei keinem ist in diesen 2 Wochen irgendwie was kaputt gegangen, ein Loch reingekommen oder so. Und wir hatten sogar eine Nacht, in der es extremst gewindet und gestürmt hat. Und keiner von meinen Freunden, der in dieser Hängematte geschlafen hat, hat irgendwas abbekommen, obwohl es komplett gewindet und geregnet hat. Also dieses Produkt ist auch wirklich sehr, sehr krass. Ich lieb's, wenn man die Hängematte richtig aufbaut und richtig zwischen den Bäumen spannt und eine Isomatte reinlegt, dann liegt man da auch nicht wie in einer Banane oder so drin, sondern es ist echt bequem. Aber das ist wahrscheinlich typabhängig, ob man in der Hängematte gut schlafen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche davon dann Rückenschmerzen bekommen, aber ich persönlich lieb's. Wenn ihr irgendwo schlafen wollt, dann habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was zum Essen dabei. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall Besteck mitnehmen. Bei Teller reicht es auch schon, wenn ihr einen Plastikteller nehmt, oder was aus Metall. Es sollte auf jeden Fall kein Porzellan sein, weil das ja zerbrechen kann. Dann solltet ihr auch vielleicht auch einen Trinkbehälter mitnehmen. Ich habe zum Beispiel diesen Metallbecher hier. Und kleine Story zu dem Metallbecher hier. Als ich 2 Wochen in der Wildnis von Schweden gecampt habe mit meinen Freunden, habe ich einfach meinen Teller vergessen. Ich hatte nichts dabei. Wenn wir zum Beispiel Reis gekocht haben, dann bin ich mit der Tasse hier einmal so in den Topf reingegangen und habe dann hier raus mein Essen gegessen. Und wenn ich dann Durst hatte, habe ich den dann ausgewaschen, Wasser reingemacht und daraus wieder getrunken. Würde ich nicht weiterempfehlen, aber falls ihr am Ende dann doch aus Versehen nur so eine Tasse dabei habt, dann kommt ihr auch irgendwie um die Runden. Ihr braucht dann natürlich auch Besteck. Theoretisch könnt ihr einfach ganz normales Besteck von zu Hause mitnehmen. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Aber wenn ihr ein bisschen platzsparender unterwegs sein wollt, könnt ihr zum Beispiel solches Plastikbesteck mitnehmen, das so 3 in 1 ist. Was ich auch richtig gut finde, ist dieses Besteck hier von Outlary. Das besteht aus so mehreren Teilen, die man dann zusammenschrauben kann. Finde ich auch richtig praktisch, muss man halt nur aufpassen, dass man die nicht verliert, wenn man draußen unterwegs ist. Ja, und Thema Essen. Da tut man als Anfänger gerne zu viel einpacken, aber den Fehler macht jeder am Anfang, das ist auch nicht schlimm. Da lernt man bei jedem Trip einfach ein bisschen dazu, wie viel man ungefähr braucht, wie viel man so verbraucht, damit man so einschätzen kann, wie viel man einpacken sollte. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, Sandwiches oder kleine Snacks einzupacken. Denn ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Jungs oder mit den Mädels unterwegs bin und irgendwo auf den Bergen dann bin, dann ist einfach das Geilste, einen kleinen Snack dabei zu haben, um die ganze Aussicht einfach zu genießen. Deswegen ist okay, wenn ihr zu viel einpackt, das macht sowieso jeder. Ansonsten empfehle ich auch Fertigessen, wie zum Beispiel Nudeln oder so. Einfach so Aufkochnudeln oder Aufkochreis, der so fertig abgepackt ist. Da macht ihr auf jeden Fall auch nichts falsch am Anfang. Wenn ihr euch dafür entscheidet, was zum Aufkochen mitzunehmen, dann kann ich euch auf jeden Fall einen Gaskocher empfehlen. Der ist sehr, sehr zuverlässig. Ein Kumpel von mir benutzt einen, der sehr günstig war, schon seit Jahren. Und da ist es einfach viel, viel einfacher, die Hitze zu kontrollieren, als am offenen Feuer, weil da brennt einem sehr leicht mal was an. Und dann braucht ihr auch natürlich ein bisschen Camping-Koch-Equipment. Da ist ein kleiner Topf auf jeden Fall ausreichend. Alles drüber hinaus ist nicht unbedingt notwendig am Anfang. Da könnt ihr dann über die Jahre dann gucken, was ihr noch so alles gerne zum Kochen mitnehmen würdet. Wenn ihr irgendwo länger unterwegs seid, dann müsst ihr natürlich auch genug Wasser dabei haben. Da ist es zwar sehr, sehr nervig, so 2-3 Liter Wasserflaschen dabei zu haben, aber falls ihr die Möglichkeit habt, an Wasser während des Trips zu kommen, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr Wasseraufbereitungstabletten dabei habt. Ansonsten gibt es auch Wasserfilter. Ich habe zum Beispiel den hier, wo der wie so ein Strohhalm funktioniert. Den hält man dann hier in die Wasserquelle unten rein und hier oben kann man dann dran ziehen und das Wasser wird dann gefiltert. Sehr, sehr praktisch. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Anbieter und ja, sollte man auf jeden Fall dabei haben, einfach nur um sich abzusichern. Jetzt kommt noch eine sehr wichtige Kategorie, die viele Anfänger eventuell vergessen könnten am Anfang, und zwar einmal Sicherheit und Hygiene. Und zwar, wenn ihr draußen in der Natur unterwegs seid, wollt ihr natürlich auf alles vorbereitet sein. Deswegen darf auf gar keinen Fall das Klopapier fehlen.
Selbst wenn ihr einen kleinen Ausflug macht, einen halben Tag oder sowas, dann solltet ihr das auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten müsst ihr halt gucken, dass ihr irgendwelche Blätter aus der Natur nehmt. Da solltet ihr vorher auf jeden Fall testen, ob die Blätter gut hautverträglich sind. Das könnt ihr machen, indem ihr die vorher nehmt und dann an die Innenseite von eurem Arm reibt. Da könnt ihr dann testen, ob irgendwelche Hautirritationen vorher auftreten, weil wenn ihr das nicht macht und dann am Ende irgendwas passiert, dann seid ihr auf jeden Fall am. Was auf jeden Fall auch nicht vergessen werden darf, ist ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe immer eins dabei, wenn ich einen längeren Trip mache. Und ich musste die auch schon ein paar Mal benutzen. Hier musste ich schon öfter mal ein Pflaster benutzen für meine Finger oder für Freunde an den Fersen oder Füßen, wenn die sich da verletzt haben. Der Hecht hat mich vorhin hier einfach irgendwie gebissen und da kam irgendwie ein bisschen Blut rein. Nicht, dass es sich entzündet oder so, Ja, mal weißt schauen. du? Also ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man da was dabei hat, weil man weiß nie, was auf einen zukommen kann in der Natur. Aber ja, so ist man auf jeden Fall gut ausgerüstet. So, das waren jetzt schon mal die ganzen Basics. Wenn ihr das euch alles holt, bevor ihr eure Ausflüge macht, dann seid ihr schon mal ganz gut ausgestattet. Und nicht wundern, selbst für einen kleinen Ausflug, eine Nacht oder so, wird dieser ganze Rucksack mit den Sachen, die ich jetzt aufgelistet habe, schon komplett voll sein. Ansonsten kann ich noch sagen, dass ich mit jedem Trip auch immer mehr dazulerne, was man alles braucht, was man nicht braucht. Vor allem, was man nicht braucht, weil als Anfänger tut man oft zu viel einpacken. Ich habe dann auch immer Bücher, ganz viele Multitools dabei gehabt und ganz vielen Kram, den man am Ende eh nicht braucht. Aber ja, da muss jeder eigentlich selber durch. Aber mit der Liste hier sollte man schon ganz gut ausgestattet sein. Ansonsten, ich werde einige Links zu den Produkten, die ich erwähnt habe, in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr vielleicht direkt schon mal ein paar Sachen bestellen. Ja, das war's dann mit dem Video. Falls euch noch irgendwelche Sachen aufgefallen sind, die ich vergessen habe, dann schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Bock, da immer wieder dazu zu lernen. Ich bin nämlich selber noch ein ziemlicher Noob in dem Thema, aber ich habe schon einige Ausflüge hinter mir und dachte, ich mache mal so ein Video, wo ich für so Anfänger vielleicht ein paar Sachen reinpacke, die ihr auf jeden Fall immer dabei haben solltet. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Macht's gut. Ciao.